Hallo liebe Wohnmobilfreunde und die es noch werden möchten. Heute möchte ich euch einen Rückblick geben, wie unser Wohnmobiljahr 2020 angefangen hat. Zunächst einmal aus Wohnmobilsicht ziemlich schlecht, weil wir hatten nämlich gar kein Wohnmobil mehr. Und das kam so. Nach dem letzten Herbsturlaub beschlossen wir uns ein neues Wohnmobil zu kaufen, weil unsere Tochter so langsam aus unserem Alkoven herausgewachsen ist. Da wir uns vorher aber schon ausgiebig informiert und diverse Modelle angeschaut hatten, stand unser Wunschmobil schon schnell fest und wir hatten noch im Oktober ein neues bestellt. Kurz danach bekamen wir ein unglaublich gutes Angebot für unseren alten Alkoven, das wir nicht ausschlagen konnten. Und so kam es, dass wir keine 3 Wochen nach der Bestellung des neuen Wohnmobils auf einmal ohne Wohnmobil waren. Es war schon irgendwie komisch. Aber die Vorfreude auf das neue Wohnmobil war natürlich groß. Obwohl der Produktionstermin erst für nach Ostern geplant war und der Auslieferungstermin frühestens Mitte Mai sein sollte. Tja, und dann kam Corona und nichts war mehr so wie geplant. Zu allem Übel kam noch die Information dazu, dass im Detlefs-Werk die Bänder ab Ostern für 3 Wochen stillstehen sollten. Aber sonst konnte keiner irgendwas dazu sagen, wie sich die Termine demnächst verschieben werden. Aber urplötzlich kam Anfang Mai eine Mail, dass unser neues Reisemobil bereits im Werk fertiggestellt wurde und auf dem Weg zum Händler wäre. Ich konnte es nicht glauben. Der Händler sagte uns jetzt eine Auslieferung ab dem 18. Mai zu, so wie ursprünglich auch geplant. Super, somit konnten wir schon das Himmelfahrtswochenende mit dem neuen Wohnmobil planen. Und tatsächlich, ein paar Tage später, stand unser neues Wohnmobil auf dem Hof unseres Händlers. Es musste noch die Solaranlage montiert werden und dann stand einer schnellen Auslieferung nichts mehr im Wege. Dachte ich zumindest. Denn, Corona-bedingt waren viele Detlefs-Mitarbeiter im Homeoffice und so gab es Verzögerungen mit dem Versand der Fahrzeugpapiere. Aber Ende Mai, direkt vor dem Pfingstwochenende, war es endlich soweit. Wir durften unseren Detlefs Puls i 7051 EBL in Empfang nehmen. Also schnell das Wohnmobil eingeräumt und so konnten wir Samstagnachmittag vor Pfingsten zu unserer Jungfernfahrt starten. Leider waren viele Stellplätze eigentlich wie erwartet völlig überfüllt und uns hat es dann nach Bad Zwesten verschlagen. Ein netter kleiner Kurort mit einem Stellplatz, der alles bietet, was das Wohnmobilherz begehrt. Strom, Fernentsorgung, eine kostenlose Toilette und sogar Satellitenanschluss, weil viele Bäume im Weg waren. Für 6 Euro kann man am Automaten ein 24-Stunden-Ticket ziehen. Der Platz liegt direkt neben dem Kurpark, in dem man herrlich spazieren gehen kann. Das nächste lange Wochenende über Fronleichnam stand auch schon kurz bevor und da wollten wir unbedingt an die See, und zwar nach St. Peter-Ording. Diesmal wollten wir aber auf Nummer sicher gehen und reservierten einen Stellplatz auf dem Camping SPO.
So, das war der erste Teil von unserem Rückblick 2020. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim zweiten Teil wieder. Also bis dann, euer Axel.